Moin, ihr Lieben. Ich habe heute die ganz neue Schokoladenpizza von Dr. Oetker dabei. Und zwar die Ristorante Pizza Dolce al Cioccolato. Ich habe diese Pizza noch vor dem offiziellen Verkaufsstart ergattern können. Und zwar wird die offiziell erst am 1. April verkauft. Und also es handelt sich definitiv nicht um einen April-Scherz, sondern das gute Stück liegt hier nun leibhaftig vor mir. Ich bin ganz aufgeregt und mega gespannt, was mich da geschmacklich wohl erwarten wird. Wir können uns ja erstmal die Verpackung angucken. So wie es aussieht, ist das hier der Bodenbelag, eine Vollmilchschokolade. Und da drauf finden wir noch ein paar weiße Schokoladenbrocken, würde ich das jetzt mal nennen. Und zusätzlich ein paar zartherbe Schokoladentupfer. Und es sieht aus, als wäre das nochmal ein Ticken hellere Vollmilchschokolade, die oben drauf gestreuselt wurde. Zum Teig würde ich sagen, das ist jetzt kein normaler Pizzateig, sondern mit Zugabe von Kakao, also die richtige Schokoladenbombe. Und gucken wir mal, was die Kalorien dazu sagen. Also ein Viertel Pizza haben 240 Kilokalorien. Hier haben wir nochmal die Nährwerttabelle. Genau. Das Füllgewicht sind 300 Gramm. Und hier haben wir auch nochmal die Zutatenliste. Süße Pizza, reich belegt mit Schokosoße und drei Sorten Schokolade. Tiefgefroren. Der Oberknüller. Ich bin sowas von gespannt. Hier oben steht nochmal die Zubereitung. Also einmal vorheizen, Folie abnehmen und dann in den Backofen. Und zwar steht hier für 9 bis 10 Minuten, also etwas weniger als die normalen Pizzen. Und dann würde ich sagen, wir befreien diese Pizza jetzt erstmal von ihrer Verpackung. So sieht sie aus. Ich befreie die jetzt auch schon mal von der Folie. Zumindest schon mal. Oh, dieser Duft. Wenn man diese Pizza schon aufmacht, es kommt richtig so ein Schokoladenaroma kommt mir da entgegen. Ein Träumchen. Hier sind schon mal die kleinen weißen Schokoladenbrocken. So sehen sie aus, wenn sie noch nicht geschmolzen sind. Schon ganz ordentlich. Hier sind die zartherben kleinen Schokotupfer. Kann man das erkennen? Ja. Und weg ist er. Nehmen wir hier den nächsten. So sehen sie aus, genau. Und hier haben wir diese kleinen Vollmilch-Schokoladenraspel, die da oben drauf geraspelt sind. Also es sieht super appetitlich aus und es riecht wirklich fantastisch. Also ich kann es kaum noch abwarten. Ich mache an der Stelle jetzt einmal einen Schnitt und werde das Baby hier in den Ofen schieben und melde mich dann gleich nochmal zurück. Bis gleich.
So, da bin ich jetzt auch wieder zurück mit meiner frisch gebackenen Schokoladenpizza, die ist noch ganz heiß. Kurz ein paar Informationen zur Zubereitung. Ich habe einen Umluftofen, hatte den auf 180 Grad vorgeheizt und die Pizza war jetzt für 10 Minuten drinnen. Und das ist so das Ergebnis. Man sieht so ein bisschen, die weiße Schokolade hat so eine kleine Bräune angenommen. Und insgesamt die Vollmilchschokolade und auch die zartherbe Schokolade sind ein bisschen geschmolzen. Nicht komplett, also sind immer noch gut sichtbar. Und es duftet wie ein frisch gebackener Schokoladenkuchen. Es ist ein Traum. Oh. Zur Feier des Tages habe ich mich entschieden, mein neues Pizzamesser einzuweihen, weil Pizza ist Pizza. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an. Ich kann das kaum noch aushalten vor Spannung. Mein erstes Stück Schokoladenpizza, schön warm in der Hand. Der Boden ist ziemlich dünn sogar. Kakaoboden, hatte ich vorhin schon gesagt, der Rand fühlt sich jetzt recht knusprig an. Und dann würde ich sagen, probieren wir doch einfach mal, machen den Geschmackstest. Guten Hunger. Mmh. Boah, das ist so lecker. Mmh. Das ist reichhaltig Schokolade. Aber ich liebe Schokolade. Also, und vor allem, wenn sie noch heiß ist, das schmeckt wie, ja, wie so ein schöner, frischer Schokoladenkuchen. Also es hat nichts von einer normalen Pizza. Nehmen wir mal als Beispiel Pizza Salami. Also man würde ja eher was Würziges erwarten. Aber hier ist alles wirklich sehr süß. Aber eine richtig angenehme Süße, jetzt wo es noch so schön heiß ist. Es erinnert mich auch so ein bisschen an so einen schönen heißen Kakao, so zum Winter. Also viele Assoziationen zu dieser Schokoladenpizza. Mm. Also der erste Happen war schon mal richtig gut. Ich hatte jetzt eben noch mal zwei, drei Bissen genommen. Und geschmacklich würde ich sagen, ist das eher ein kräftiger Schokoladengeschmack. Also man, auch wenn man hier diese geraspelten Vollmilch-Schokoladenanteile sieht auf der Pizza, auch die helle Schokolade, ist es vom Geschmack her doch so, dass die kräftigere Schokolade von der Soße vom Geschmack her dominant ist. Die weißen Schokoladenstücke würde ich gerne einmal einzeln probieren. Mal gucken, ob ich die hier so einzeln rauskriege. Ja, also wenn man die weißen Schokoladenstücke jetzt einzeln in den Mund nimmt, dann finde ich, schmeckt man schon diesen klassischen weiße Schokoladengeschmack raus, aber so in Kombination mit der gesamten Pizza geht das doch eher unter. Es sieht aber optisch ganz nett aus, muss ich sagen. Sehr appetitlich. Der Teig, der ist, wie man hier auch ganz gut sehen kann, ich eben schon gesagt hatte, der ist recht dünn, passt aber ziemlich gut. Also so ein dicker Pizzaboden wie jetzt bei so einer dicken American Pizza würde hier gar nicht so passen, sondern das ist schon ganz gut. Ich würde den Rand gerne nochmal probieren.
Also der Rand, der ist schön knusprig. Vielleicht sieht man das hier. Vielleicht hört man das hier auch nochmal. Also der ist wirklich schön knusprig. So, jetzt schaltet er auch scharf. Ich war gespannt, wie ich auf diese Pizza reagieren würde, weil, also Pizza, wie ich ja eben schon gesagt hatte, man würde jetzt eher sowas Herzhaftes erwarten. Aber zu meiner Überraschung bin ich jetzt überhaupt nicht irritiert, weil durch das Backen und diese Aromen, diese Düfte, die schon während des Backens frei werden, die stellen einen auch vom Kopf her schon darauf ein, dass es sich eher so um eine Art ja, Schokokuchen handeln wird und nicht um irgendwie eine herzhafte Pizza. Also, was ich klar sagen muss, ich könnte jetzt nicht die gesamte Pizza essen. Das ist einfach zu mächtig. Aber wenn mir die jetzt jemand so zum Beispiel zum Geburtstag hinstellen würde, statt eine Torte oder ähnliches oder zu einer Torte, dann wäre ich mega begeistert, gerade wenn sie frisch aus dem Ofen kommt, so wie diese jetzt. Kann man richtig gut machen oder so als für einen Kindergeburtstag eine schöne Schokoladenpizza. Also es ist jetzt nicht so wie eine Hauptmahlzeit jetzt eine Salami-Pizza, die man dann auch im Stück essen kann. Aber trotzdem geschmacklich ist die einwandfrei und auf jeden Fall solltet ihr die mal testen. Es lohnt sich auf jeden Fall. Ich habe für diese Pizza habe ich jetzt 2,49 Euro bezahlt und ich finde, das ist den Preis absolut wert. Die würde ich auf jeden Fall auch nochmal wiederholen. Mich hat die geschmacklich voll überzeugt, auf jeden Fall, auch optisch und vom Duft. Oh Leute, wirklich. Also wer Schokolade gerne isst, der wird diese Pizza definitiv lieben. Und wer da noch ein bisschen unsicher ist und lohnt sich das und schmeckt die überhaupt, probiert es einfach mal aus. Wirklich, also es lohnt sich auf jeden Fall, die zumindest mal getestet zu haben. Ich bin glücklich, dass ich die ergattern konnte und hoffe, ich konnte euch mit meinem Video etwas mehr zeigen, was euch erwarten wird ab dem 1. April. Und wünsche euch guten Appetit, wenn ihr sie mal testet und schreibt mir wirklich unbedingt mal in die Kommentare, wie sie euch gemundet hat. Ob sie auch sagt, beide Daumen nach oben, also von meiner Seite definitiv. Oder, nee, ist doch eher nicht so meins, weil zu süß. Oder es ist ja nun auch was ganz anderes, wenn man jetzt an Pizza denkt. Das ist, schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Ich würde mich da auch über so einen Austausch mal freuen. Und ansonsten abonniert gerne meinen Kanal und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao. Moin, ihr Lieben. Ich habe wieder eine ganz neue Sorte von Katjes. Katjes Wolke 7.